Ich bin Marie und wohne in einem der schönsten Landstriche Deutschlands. Ich stehe gerade mitten im Abitur. Die Bearbeitungszeit beträgt nach dem Einlesen beider Themen genau 300 Minuten. Das ist meine Schwester Lea. Eigentlich habe ich sie sehr lieb, auch wenn sie meistens nervt. Ich verstehe es einfach nicht. Was machst du denn da? Ich probiere was aus. Was würdest du sagen, wenn ich das immer so tragen würde? Meine Eltern, sie verbringen die meiste Zeit mit ihrer ach so wichtigen Arbeit oder streiten sich darüber. Sag mal, wie lange wohnst du hier eigentlich? Denkst du nicht, dass du schon ein bisschen zu voll bist? Der Sex war echt geil. Sex. Mit dir. Marie Rosenstein. Ja, ich bin Helmut. Marie. Und dann triffst du auf Menschen, die dein ganzes Leben verändern. Manchmal muss man einfach dem Alltag entfliehen. Da kriegt man auch den Kopf wieder frei. Danke. Doch dann verändert sich plötzlich wieder alles für mich. Aber das kann ja sein, dann, dass ich gar nicht mehr mein Abi machen kann. Das können wir noch nicht mit Sicherheit sagen, aber möglich ist es. Meinst du, dass wir für alles, was wir getan haben, zur Rechenschaft gezogen werden? Keine Ahnung. Dann noch deine super schlaue Idee mit der Psychologin. Ist doch alles nur noch schlimmer geworden. Frage ich mich, warum ich überhaupt da bin, wenn ich sowieso wieder gehen muss.